Herzlich willkommen zu dieser GP38-2 Diesellokomotive in Canadian National Lackierung. Diese kurze Einführung behandelt das Rangieren von Wagen in einem Rangierbahnhof und die Bedienung von Weichen. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Sie werden viel Zeit auf dem Lokführersitz verbringen. Beginnen Sie mit dem Einstecken des Richtungswenders. Aktivieren Sie die Hilfssysteme wie angezeigt. Für diese Lokomotive muss das Bremsabsperrventil auf Güter eingestellt sein. Die Schublokomotiven-Sprechanlage wird zur Steuerung der Leistung von Lokomotiven verwendet, die sich im gesamten Zug befinden. Die automatische Bremse ist das Hauptsystem, das zum Abbremsen des Zuges verwendet wird. Verwenden Sie den Leistungsregler, um etwas Kraft aufzubringen. Vermeiden Sie übermäßige Leistung, da dies zu einer Kollision führen kann. Bewegen Sie sich nach vorne zur angezeigten Stelle. Falls Sie zu früh angehalten haben, lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie erneut die Leistung, um loszufahren. Die Weichen in diesem Rangierbahnhof werden manuell bedient. Das bedeutet, dass der Hebel neben ihnen von Hand bewegt werden muss.
Koppeln Sie sich von den Kesselwagen ab und fahren Sie diese Lokomotive dann über das benachbarte Gleis ans andere Ende. Benutzen Sie die Stange am Kesselwagen, um den Zug von der Lokomotive abzukuppeln. Um sich um die Güterwagen zu bewegen, stellen Sie die Fahrtrichtung ein und geben Sie Schub, um sich in Bewegung zu setzen.
Gute Arbeit. Damit haben wir die Einführung beendet. Weitere Details zur Bedienung dieser Lokomotive finden Sie im Handbuch.